How to Stakeholder Management. Anna Sommer ist Projektleiterin im Kreisverband Weidenstedt des DRK. Sie möchte eine digitale Plattform einrichten, durch die junge Menschen sich über die ehrenamtliche Arbeit im DRK in vielen Sprachen informieren können. Damit das Projekt erfolgreich wird, plant sie es wirkungsorientiert. Ein wichtiger Teil der Wirkungsorientierung ist das Stakeholder Management. Aber was sind Stakeholder überhaupt? Stakeholder sind alle Personen oder Organisationen, die ein Interesse am Verlauf oder Ergebnis eines Prozesses oder Projektes haben. Damit Anna niemanden vergisst, sammelt sie gemeinsam mit ihrem Team alle Stakeholder. Davon gibt es sehr viele. Das sind zum Beispiel die Zielgruppe, die Investoren des Projektes, der Vorstand des Kreisverbandes, der Bürgermeister oder die Eltern der Zielgruppe und viele mehr. Danach muss Anna die Stakeholder bewerten. Als erstes wertet Anna aus, in welchem Umfang die einzelnen Stakeholder Einfluss auf das Projekt und welche Einstellung sie zu dem Projekt haben. Dabei hilft Anna eine Stakeholder-Matrix. Die Zielgruppe hat sehr viel Einfluss. Deshalb stehen sie weit rechts. Denn wenn die Plattform nicht von der Zielgruppe angenommen wird, verliert sie ihren Sinn. Da die Zielgruppe die Plattform noch nicht kennt, schätzt Anna ihre Einstellung als neutral ein. Deshalb liegen sie eher auf der Mittellinie. Die Investorin hat viel Einfluss und findet das Projekt toll. Der Vorstand hat ebenfalls viel Einfluss, steht dem Projekt aber kritisch gegenüber. Der Bürgermeister und viele andere haben eher weniger Einfluss, stehen dem Projekt aber positiv gegenüber. Anna überlegt und setzt jeden einzelnen Stakeholder in die Stakeholder-Matrix ein. Je nachdem, in welchem Teil der Matrix die Personen stehen, werden sie unterschiedlich oft und über verschiedene Maßnahmen an dem Projekt beteiligt. Die Zielgruppe wird sehr stark an dem Projekt beteiligt. Anna befragt sie mehrfach vor, während und nach dem Projekt. Zudem organisiert sie Veranstaltungen, um mit der Zielgruppe über die Plattform zu diskutieren. Die Investorin hat viel Einfluss und ist positiv eingestellt. Anna sendet ihr zweimal im Jahr einen Bericht. Der Vorstand ist der Plattform gegenüber skeptisch. Anna will den Vorstand von dem Projekt persönlich überzeugen und plant jährlich 2 Vorträge. Der Bürgermeister und viele andere Stakeholder haben weniger Einfluss, denken aber positiv über das Projekt. Anna plant, sie einmal im Jahr über einen Newsletter zu informieren. Durch die Stakeholder-Matrix hat Anna genau im Blick, wie viel Aufmerksamkeit sie den einzelnen Stakeholdern schenken muss. Und durch die Maßnahmen kann sie sogar den Vorstand für das Projekt begeistern. Noch Fragen? Dann kontaktieren Sie uns!